Die Umwälzungen in der arabischen Welt stehen auch für die Vertreter der Europäischen Union beim Gipfel in Deauville ganz oben auf der Tagesordnung. Oft war der EU vorgeworfen worden, bei den arabischen Nachbarn zu lange auf Stabilität gesetzt und dabei die Wünsche der Menschen nach mehr Freiheit und Demokratie vernachlässigt zu haben. Man wolle die demokratischen und wirtschaftlichen Bestrebungen der 400 Millionen Menschen dort unterstützen, sagte Herman Van Rompuy, der Ratsvorsitzende der EU, dagegen jetzt ganz klar. Der neuen Nachbarschaftspolitik der EU zufolge solle wirtschaftliche Hilfe von jetzt an politische Reformen geknüpft werden. Unser Sondergesandter Miguel Sardo fügt hinzu, dass der G8-Gipfel für die Europäische Union auch eine perfekte Gelegenheit sei, ihre neue Nachbarschaftspolitik gegenüber Nordafrika und dem Nahen Osten der Welt vorzustellen. Klarzumachen, dass die EU jetzt verstärkt auf den Dialog mit der Zivilgesellschaft setzt. Aber gleichzeitig, so Miguel, konzentrieren sich die Europäer hier auch auf den arabischen Frühling, weil sie damit die wirklich ärgerlichen Fragen wie die Wirtschaft umgehen können. José Miguel Sardo, Euronews in Deauville.